Moin, mein Name ist Toni, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Mondgeflüster zu einem Faktenvideo zu Ehren von dem verstorbenen Michael Collins. Ja, und wie eingangs mit dem Zitat, Michael Collins war einfach ein ganz, ganz toller Mensch mit einem ganz, ganz tollen Humor und mit ganz, ganz bodenständigen Eigenschaften. Dazu komme ich später auch nochmal. Daher ihm zu Ehren. Nach seinem Tod ein kleines Faktenvideo. Michael Collins wurde in Rom geboren, da sein Vater zu der Zeit Militärattaché in Italien war. Bei der US Air Force erlernte Michael Collins das Fliegen und war ab 1960 Testpilot auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien. Er wurde im Oktober 1963 mit der dritten NASA-Gruppe zum Astronauten ausgewählt. Er bewarb sich übrigens schon bereits für die zweite NASA-Gruppe, wurde allerdings im ersten Schritt abgelehnt. Alle ausgewählten Astronauten waren auch immer in die Entwicklung von speziellen Raumfahrtthemen involviert. Bei Michael Collins waren dies EVA, also Weltraumspaziergänge, und die Weltraumanzüge. Insgesamt flog er zweimal ins All, einmal mit Gemini 10 und einmal mit wohl einer der berühmtesten Mission in der Raumfahrtgeschichte mit Apollo 11, also der ersten Mondlandung, wo er Pilot des Raumschiffes war und daher nicht den Mond betrat. Er blieb alleine in der Mondumlaufbahn, was vor ihm nur John Young bei Apollo 10 machte, mit dem er übrigens zusammen auf Gemini 10 flog. Michael Collins war zudem Teil der Ersatzmannschaft von Gemini 7. Aufgrund von Bandscheibenproblemen flog Michael Collins nicht mit der Apollo 8 Mission, welche zum ersten Mal den Mond umkreisen sollte. Neil Armstrong setzte sich persönlich dafür ein, dass er in die Hauptmannschaft bei Apollo 11 aufrückte, nachdem er genesen war. Michael Collins designte das Missionsabzeichen von Apollo 11. Es wurde bewusst auf die Namen auf diesen Abzeichen verzichtet, um den Wert jedes Einzelnen hervorzuheben, der an diesem Ziel gearbeitet hat. Der Mondkrater Collins und der Asteroid 6471 Collins sind nach ihm benannt. Er war der erste Mensch mit zwei Außenbordeinsätzen und der erste, der sich im All von einem Raumfahrzeug zu einem anderen bewegte. Beides natürlich bei Gemini 10. Ja, und der letzte Fakt ist einfach der, warum ich Michael Collins so sehr respektiere und den einfach als Mensch so toll finde. Er hatte die Chance, Ersatzkommandant von Apollo 14 zu werden. Nach dem Rotationsprinzip der NASA war es immer so, dass die Ersatzmannschaft in der Regel drei Flüge später zur Hauptmannschaft wurde. Mit Apollo 17 hätte er also der letzte Mensch sein können, der den Mond bis heute verlassen hätte. Er lehnte das Angebot ab, da er den Stress einer Mondmission nicht mehr haben wollte und lieber mehr Zeit mit der Familie verbringen wollte. Was für ein geiler Mensch, wirklich. Da gibt es auch genug andere Sachen. Natürlich war den Astronauten zu der Zeit auch immer bewusst, dass da immer auch was passieren kann. Michael Collins war der Mensch, der der Witwe von Roger Chaffee, der Ehefrau, Roger Chaffee gestorben damals beim Brand bei Apollo 1 auf der Startrampe, der war der Mensch, der der Frau die Botschaft überbracht hatte, dass halt ihr Mann verstorben ist. Und ich glaube, dass so eine Erfahrung wiegt man als Mensch einfach ab, dass die Familie vor allem stand. Und er hat auch nie einen riesen Hehl draus gemacht, weil viele ihn immer das Gefühl einreden wollten. Ja, er hat doch die Chance verpasst und er war nicht auf dem Mond. Und nee, er hat immer gesagt, er war ein wichtiger Teil. Ohne ihn wäre halt auch Apollo 11 nicht möglich gewesen. Und die erste Mondlandung, er hat das immer ganz professionell. Es war seine Aufgabe, das Raumschiff zu steuern, wenn die beiden anderen Jungs da auf dem Mond sind. Und so verhalten sich halt auch Profis. Ja, das war's auch schon wieder. Zu Ehren von Michael Collins jetzt hier das Faktenvideo beendet. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald.